Yvonne ist erwachsen geworden. Das kann man von ihrem Ex-Freund Patrick nicht behaupten. Der ist und bleibt kein Kind der Traurigkeit. Aber was wäre unser Ladykiller ohne Party, Alkohol und natürlich Frauen? Wahrscheinlich sehr einsam. Um dem vorzubeugen, sucht er Miss Perfect. Ob ihm die Frau an der Stange zukünftig die Stange halten wird? Die Wendy Mann, die ist ein Hammer und hammerhart. Ich hab gern hammerhart. Da geh ich gleich nochmal um und schauen wir die nochmal an. Na hallo Mädels! Bis dann. Ich hätte gern viel mehr, aber ich bin zu schüchtern. Ja. Du und schüchtern? So schaut er aus. Cheers. Prost. Prost, dass uns rostet. Hoppala. Nein, die ist wirklich ein Hammer. Die schaut gut aus, die hat was im Kopf, die ist nicht so deppert. Nur, ja, sie soll sie Tänzerin sein. Ja. Ist nicht schlecht. Ein, zwei Nummern, jederzeit, sofort, wenn es sein muss, fahre ich jetzt gleich in den nächsten 2 Minuten mit ihr. Aber beziehungsmäßig nein. Wendy ist eine Frau fürs Leben. Eine Mina, ja, die haut mich im Endeffekt nieder. Sehr fest, die Mädels heute, muss ich sagen. Sie ist so eine Alte, die müsste ich immer wieder teilen. Und das mag ich nicht. Ich brauche keine Alte, die ich mir teilen muss. Entweder ist das meine Alte und die hat nur mich, oder die hat sich selber mit 100.000 anderen und mich nicht. Also, ja, kennenlernen war super und alles passt, aber Beziehung vorerst einmal nicht. Von einem Romantiker zu einem, für den romantisches Getue nur ein Mittel zum Zweck ist. Patrick ist jedes Mittel recht, um bei seiner Bekanntschaft zu punkten. Wohlgemerkt, weißt du überhaupt, dass ich sie schon beim Eingang geküsst habe? Ja. Ach so. Nein, das weißt du nicht, gell? Ja, aber jetzt bin ich so flott, bist du unentschlossen. Jetzt ist mir die Naomi. Oje, also, hast du schon getrunken? Fast nichts. Wenn 10 Bier schon was ist, dann, ja, dann habe ich was getrunken. Aber sonst fast nichts. Und ich habe jetzt von irgendwo so einen, ich weiß nicht einmal, was das ist, bekommen. Ich weiß nur, dass der Cola drin ist und Eiswürfeln, irgendwas mit On the Rocks. Aber es ist ziemlich stark. Ja. Weil die letzten 10 Minuten geht es mir schon ein bisschen schwummerig. Das ist nicht, dass ich in der Hand habe. Wenn ich die Yvonne und die Wendy vergleiche, muss ich sagen, also pro contra, die Wendy ist pro, die Yvonne ist contra. Die kannst schon mehr, du kannst schon, vergessen. Das ist schon. Die Limousine, gell, jederzeit, wenn du willst, draußen wartet alles. Gut, für dich mich jederzeit. Nachher nach Hause. Zu mir oder zu dir? Schon zu mir, oder? Aussehen jetzt einmal als alles Erstes. Ja. Charakter, kenne ich sie zu wenig, aber es ist scheißegal, was ich sage. In jedem Fall, zur Wendy ist die Ivy contra und die Wendy pro. Ein fescher junger Mann? Ja, ist das. Mit einer markanten Nase? Ja. Aber das ist dein Markenzeichen. Da hast du es wieder. Genau das. Wieso geht es immer auf meine Nase los? Die kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür, dass der Spruch kommt, ja, wie die Nase des Mannes oder Johannes. Bitte lasst sie in Ruhe. Hat auf jeden Fall einen hohen Wiedererkennungswert. Ja, das sage ich jeden Tag. Das stimmt. Ja. Ich habe einen Wiedererkennungswert, der Landwing am Frenack im Gesicht. Ja. Da bin ich 100% davon überzeugt, dass die Alte. Vielleicht kann es sich im Bett, aber figurmäßig und muschitechnisch wird sicher alles passen. Nein. Ja, was? Der erste Eindruck, ich glaube, das wird meine zweite zukünftige Ex-Frau. Ja. Aber nein. Du weißt gar nicht, was du versäumst, Süße. Selber schuld. Aber siehst du. Prost auf den heutigen Abend. Prost auf den heutigen Abend. Bussi. Danke. Dann krieg ich eins. Ein Bussi-Krieg, oder? Das hast du noch nicht verdient. Sind Sie cool? Ich wollte schon sagen. Macht dir nichts. Heute ist nicht alle Tage. Wir sind hier wieder. Keine Frage. Erst, wenn ich weiß, dass sie da ist, dann komme ich sicher jeden Tag.
Während sich Yvonne geändert hat, ist Patrick derselbe geblieben. Seine obersten Prioritäten im Leben, Bier und Frauen. Und kaum hat ihm Yvonne den Laufpass erteilt, läuft er schon zur nächsten. Doch seine Traumfrau Wendy scheint selbst für ihn eine Schuhnummer zu groß zu sein. Weil er sich das selbstverständlich nicht eingestehen möchte, findet er andere Gründe für die Zukunftslosigkeit dieser Beziehung. Die Wendy ist ein super tolles Mädel. Ich respektiere ihre Arbeit. Sie schaut sehr, sehr gut aus. Das mag sehr gut taugen. Ärger arg taugen. Chancen nicht hier geben, aber wer weiß wie lange. Ich würde mir das wahrscheinlich eine Woche anschauen und dann wird es mir zu viel, weil ich bin wahnsinnig eifersüchtig. Ja, wenn ich so ein hübsches Mädel habe als Freundin und dann tanzt die da umeinander und jeder will krapschen und schauen. Und kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, ob ich damit fertig werden würde, ja, aber eine Chance hätte ich auf alle Fälle geben. Er gibt ihr also eine Chance? So, so. Naja, an übersteigertem Selbstbewusstsein hat es unserem Gemeindebau Casanova ja noch nie gemangelt. Die Frage sollte dennoch lauten, gibt die hübsche Tänzerin Patrick eine Chance? Oder ist sie einfach nett zu ihm, weil sie zu allen Gästen nett sein muss? Ich habe schon viele Mädels gehabt und wenn ich an ins Gesicht schaue und mir Figur anschaue, kann ich ungefähr mal vorstellen, was hat die für Teile und hin und her. Aber bei ihr ist es ein bisschen schwierig. Weiß nicht. Aber nein, die hat schon ganz dick was hinter die Uhr wascheln. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die hat was drauf. Die Gedanken von Patrick müsste man jetzt kennen. Lieber nicht. Immerhin spielen wir ein jugendfreies Programm. Aber eines würde uns trotzdem interessieren. Denkt er noch ab und zu an Yvonne? Die wohnen, wie wir zusammen waren, nach 3-4 Jahren, okay, habe ich sagen können, ich liebe sie über alles und was weiß ich, was Gott die Welt, heiraten hin und her. Aber dann am Schluss muss ich sagen, also hapfenmäßig tut sie überhaupt nichts mehr, die liegt da wie ein Brill. Das brauche ich auch nicht. Einfach eine ganz vernünftige, eine ganz normal vernünftige Frau. So eben wie die Wendy jetzt gerade war. Die was soll gut ausschauen, soll mir allein gehören, die was vernünftig im Kopf ist. Tänzerin Wendy scheint im Gegensatz zur Jungmutter Yvonne alle Voraussetzungen zu erfüllen, denkt Patrick und plant schon eine gemeinsame Zukunft mit der Schönen. Sie ist halt ihr Job, soll sie halt tun. Dann hole ich es halt jeden Tag um 2 in der Früh von da, ist mir wurscht. Ja, scheiße, dass ich arbeiten muss selber. Aber wie gesagt, also die Wendy war halt super. Im Gegensatz zu Ivy ist da 1001 dazwischen. Sei es Figur, Aussehen, die Wendy ist total höflich und nett und alles. Und die kommt total sympathisch rüber. Und das sowas jetzt bei einer Yvonne nie geben. Das ist ja eben auch Wendys Job. Und Yvonne kann sich jetzt um deine Bedürfnisse nicht mehr kümmern. Vom Geburtenzimmer in die Disco. Frauenheld Patrick ist auf der Suche nach dem weiblichen Geschlecht. Nicht jede trifft Patricks Geschmack. Und nicht jede kann seine Mindestanforderungen erfüllen. Hübsch, klug und willig. Einer, der selbst so viel zu bieten hat, darf natürlich auch wählerisch sein. Ich stehe mal mehr auf ihre Muschis, weißt du? Hallo? Hi. Hallo, ich bin der Patrick. Hast du vielleicht Lust zum Tanzen? Ja, okay. Ja, dann komm, tanz mal ein bisschen, oder? Ja. Na, da. Die Blonde auf der Tanzfläche, die war nicht so uns wieder, aber... Ah, die habe ich derweil einmal jetzt da in der Warteschlange. Da geht gleich nochmal um und schauen wir die nochmal an. Gesagt, getan. Patrick geht so richtig ran und gibt alles. Und auch sein Stiefvater ist voll am Shaken. Komm, lass uns feiern, lass uns durchdrehen, lass uns übertreiben. Wir wollen Geschichte schreiben. War nicht so schlecht, aber die hat mir gesagt, irgendwas ist sie, weiß ich nicht, eine Kroatin, Rumänin, aber ich gesagt, du solltest eigentlich bei Geschäft mit der Liebe mitmachen, nicht da immer Tatsche umeinander tanzen. Ne? Na ja, so ist der Schmäh gerannt und ja, werden wir schauen. Ich schaue mir es dann nochmal an von der Weide, weil werden wir sehen. Weißt du was? Jetzt schauen wir mal, wo die Muschi Action da abgeht, Alter. Gehen wir mal um. Jeder Frau hat Patrick irgendetwas auszusetzen. Zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, zu dumm, zu gescheit, zu willig, zu unwillig. Also probiert er es wieder bei den Gogos. Da darf er zumindest zuschauen.
Super! Frauen hin oder her, Patrick hat trotzdem Spaß. Oder trauert er doch einfach noch seiner geliebten Yvonne hinterher und ist noch gar nicht offen für was Neues? Wenn ich ein Typ bin, ja, sofort sage ich ja. Wenn ich nicht ein Typ bin, sage ich ja, okay, passt, können wir vielleicht zu Freunden bleiben. Ich möchte nicht überheblich sein und sagen, ja, ich bin voll der Muschi-Checker und hin und her. Die Nacht ist ja noch jung. Mal schauen, was wir mit Frauenversteher Patrick noch so erleben werden.